Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Mama Montags Interview. Heute darf ich die wundervolle Lina vom Kanal The Lil Wish interviewen. Als erstes, liebe Lina, erzähl uns doch ein wenig über dich. Hi meine Lieben, ich bin Lina und 31 Jahre alt und komme aus der Nähe von Köln. Ich bin vom Kanal The Lil Wish und darf heute mich vorstellen. Du bist Mama und? Ich bin Mama und Ehefrau und Tochter, Schwester, Enkelin, Nichte, Tante, Freundin, Erzieherin, Näherin, YouTuberin und ganz viel verrückt. Ganz viel verrückt. Lina, was ist für dich das Beste am Mama-Sein? Das Beste am Mama-Sein ist, dass man von einer Sekunde auf die andere einfach ein komplett neues Leben hat und ich sowieso sehr emotional bin und das alles immer sehr tief an mich ranlasse und auf einmal liegt da so ein kleines Bündel voller Liebe und es haut dich um und das ist jeden Tag genau dieses Gefühl. Du hast jeden Tag das Gefühl, dass es ein komplett neues Leben ist und es ist schön. Es macht dich glücklich, selbst wenn du total übermüdet bist. Morgens lächelt dich jemand an und die Welt ist in Ordnung. Du kriegst ganz viel Liebe und du kannst ganz viel Liebe geben und das ist einfach etwas, ich finde, das macht die Welt eigentlich aus und das macht unser Leben aus, dass wir lieben können und geliebt werden. Wie viele Kinder hast du? Ich weiß es ja, aber erzähl uns doch selbst mal ein wenig. Wir haben ein Kind, einen Sohn, Noel Gabriel. Wie alt ist dein kleiner Noel Gabriel? Noel ist am 18. August 2014 geboren und wird jetzt 20 Monate alt. Ist ganz schön flink unterwegs. Die Zeit geht ganz schön schnell vorbei. Ich weiß, man soll Frauen nicht übers Alter fragen, aber es bleibt ja unter uns. Wie alt warst du eigentlich, als du Noel auf die Welt gebracht hast? Ich habe einen Monat vor Noel meinen 30. Geburtstag gefeiert. Ich habe damals gesagt, ich möchte bis 30 auf jeden Fall schon Mama sein und verheiratet sein. Damals war ich noch Single, als ich das gesagt habe und das war ungefähr 4 Jahre vorher. Dann habe ich kurz danach meinen Mann kennengelernt und habe geheiratet und bin schwanger geworden und das hat knapp nicht geklappt. Wenn du so zurückdenkst, wie war das damals für dich, als du erfahren hast, dass du schwanger bist? Das würde mich voll interessieren. Wie es war, als ich schwanger geworden bin, sehr überwältigend. Der erste Moment war sehr überwältigend. Wir haben uns sehr lange ein Kind gewünscht und 3 Monate vorher hatten wir einen sehr frühen Abgang, was mich sehr fertig gemacht hat, sehr traurig gemacht hat, wo ich lange dran zu knabbern hatte und ich habe in dem Monat nicht erwartet, schwanger zu werden. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich nicht schwanger werde in dem Monat und dass ich auch nicht schwanger bin. Und ja, dann kam doch alles anders. Wann hast du es eigentlich erfahren und vor allem, wie hast du es erfahren? Ich bin schon gespannt, ob du auch einen Test gemacht hast oder andere Anzeichen hattest. Ja, das war eine ziemlich verrückte Geschichte, wie wir erfahren haben, dass wir schwanger sind. Ich war nämlich schon 2 Tage überfällig und bin zur Apotheke und habe mir einen recht teuren Test gekauft, damit der auch wirklich genau ist. Und habe dann vor der Arbeit getestet, das war am 3. Dezember 2013. Und der war negativ. Und dann war ich sehr frustriert, weil ich recht genau weiß, wann meine Periode immer kam. Und dachte, okay, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Und ich war fast am Verzweifeln. Vor allem, wenn man sowieso einen Kinderwunsch hat, dann verzweifelt man ein bisschen, wenn dann irgendwas nicht richtig ist. Und dementsprechend war meine Laune an dem Tag und ich kam sehr sauer und gleichzeitig traurig nach Hause. Und es war kalt und ich habe mir dann eine Badewanne angemacht und dachte mir, okay, ich habe ja solche Papierstreifen nochmal und dann pinkelst du halt nochmal drauf. Und in dem Moment, wo ich fertig war, dachte ich, Mensch, Lina, bist ein bisschen doof. Es ist Abend, heute Morgen war schon negativ. Wieso sollte es mit Abendurin jetzt positiv sein? Und habe es weggeschmissen.
Mein Mann ging ins Bad, hat das Wasser ausgemacht, das noch lief. Und ich hatte den Test von morgens noch da liegen. Und dann guckte er drauf und rief mir nur zu, wieso ich ihn denn so veräppeln würde oder wieso ich so blind wäre. Es wäre doch ein Strich da. Ich war total frustriert und habe gesagt, hör mal, es ist jetzt geil, sein Späßchen zu machen oder da was aufzumalen. Und bin dann dahin, eine Warnlinie, aber das... Die meisten wissen zwar nicht, aber bei einem normalen Schwangerschaftstest ist halt nach einer halben Stunde eine Verdunstungslinie da und die zählt nicht mehr. Also es ist keine Schwangerschaftslinie. Und habe ihnen das dann auch so erklärt und habe mich eigentlich ausgezogen zum ins Bad gehen und da fiel mir ein, hey, im Mülleimer ist ja noch ein aktuelles Stäbchen. Und dann habe ich das ganze Mülleimer durchgesucht, nur um dieses Papierfetzen-Ding zu finden und dann war das da und dann war es positiv. Und ich stand da, nackt, vor meinem Mann, schaut das Ding an und war sehr überwältigt und sagte, oh, positiv. Und er schaut mich nur und sagte, ich habe doch gesagt, du bist schwanger. Und ja, dann habe ich geheult. Sehr viel geheult in der Badewanne. Und war sehr überwältigt. Und dann habe ich am nächsten Morgen mit einem Rossmann-Test getestet und der war sofort positiv. Das war dann am 4. Dezember, den habe ich dann als offiziellen Test genommen. Und dann habe ich, das war ein Mittwoch, und dann habe ich die ganze Woche durchgetestet bis nächste Woche Montag, weil wir ja vorher am schönen Abgang hatten, ich wirklich ganz viel Angst hatte, dass wir das Kind wieder verlieren. Und dann bin ich am Montag zum Arzt und dann wurde die Schwangerschaft bestätigt. Und jetzt haben wir unser Noel. Und ich hoffe, beim nächsten Kind kann ich meinem Mann anders sagen, dass ich schwanger bin. Jede Mama ist ja anders, das sage ich immer wieder, und jedes Kind ist anders. Was macht dich als Mama aus? Was macht mich als Mama aus? Ich finde, die Frage ist grandios, weil darüber kann man sich wirklich viele Gedanken machen. Und es ist ja nicht nur einfach, ach ja, ich bin lieb und nett. Ich habe da viel drüber nachgedacht und bin im Endeffekt nur dazu gekommen, was mich wirklich auch ausmacht und was ins Mama-Sein sehr intensiv rutscht. Und zwar bin ich ein Mensch, der sehr engagiert ist, sehr engagiert in Sachen von Aufklärung, und ich kämpfe sehr dafür. Ich war früher eine Aktivistin, die auf die Straße gegangen ist und für das Recht anderer gekämpft hat, und dadurch, dass ich sowieso Pädagogin bin, denke ich in eine ganz andere Richtung zum Teil in vielen Sachen. Ich bin der Auffassung, dass Kinder sehr frei aufwachsen sollen, ihre eigenen Erfahrungen machen sollen, Selbstbewusstsein erlernen sollen, selbstständig sein sollen. Die sollen gewertschätzt werden mit dem, was sie sind und was sie können und was sie haben. Und die sollte man stärken. Und ich bin jemand, der einfach dafür kämpft, dass Kinder selbstständig dann ihre Sachen basteln dürfen und Eltern hingehen und nicht die Kante nochmal nachschneiden, weil es nicht gut genug ist, sondern genau das wertschätzen, was da ist, und dass Kinder ihre Erfahrungen machen dürfen. Und vor allem einfach, ich glaube, das hat mich, seitdem ich Mama bin, viel mehr geprägt noch, mit sehr viel Liebe und Nähe aufwachsen dürfen. Und da viele Eltern auch keine Scheu vor haben dürfen, dazu zu stehen und zu sagen, ja, wir wollen das, wir wollen diese Nähe, wir wollen diese Liebe und wir wollen das genauso machen. Und natürlich gibt es viele, die da was gegen haben und sich einmischen, obwohl sie gar kein Recht dazu haben. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sagt, nein, ihr seid die Eltern und ihr habt euer Urvertrauen und ihr habt dieses Gefühl in euch, in eurem Herzen, in eurem Bauch und in eurem Kopf, und benutzt das, und dann macht ihr es genau richtig. Und das finde ich toll. Im Endeffekt haben wir früher ganz viel nachgedacht über das, was jeder uns gesagt hat, und im Endeffekt ist dabei rausgekommen, dass wir alles umgeschmissen haben und ein Familienbett haben. Ich trage Tuch, trage, und wir ganz eng und nah mit Noel sind und er sehr entspannt ist und ist sehr liebevoll und umgänglich und klug. Und ich glaube schon, dass vieles damit zusammenhängt und ich einfach ein Mensch bin, der sehr dafür kämpft, dass ich Leute darüber aufkläre und auch den Mut mache, dazu zu stehen, wirklich ihrem Kind die Nähe und Liebe zu geben, die das Kind verdient und braucht. Und ich denke, das ist so etwas, was mich ausmacht. Erzähl uns doch mal, wie bei dir oder in eurem Leben ein ganz normaler Montag aussieht. Ein normaler Montag in unserem Leben. Ich arbeite 30 Stunden die Woche, also sprich,
Ich gehe morgens, stehe ich auf um 6 und gebe Noel einen Kuss. Der schläft zwischen uns und dann kriegt er einen Kuss. Und ich gehe dann raus und mache mich fertig. Mache seine Tasche für den Kindergarten schon fertig. Und meistens, wenn ich gehe, wachen die ein paar Minuten später erst auf. Also Papa hat Gleitzeit und der kann dann Noel ein bisschen später in den Kindergarten bringen, sodass der nicht der allererste mit ein Jahr da sein muss. Sprich, die stehen dann kurz nach 7 auf und gehen um 8 in den Kindergarten. Und ich bin um 8 schon auf der Arbeit und arbeite da bis 1 Uhr mit den Kindern und fahre dann mit dem Bus, ich bin ja noch Busfahrerin, zu Noels Kindergarten und hole den da um 2 Uhr ab. Da hat er dort geschlafen, der super drauf, und dann gehen wir meistens nach Hause und wir snacken eine Runde. Der liebt über alles Joghurt oder Obst und Gemüse. Da steht er voll drauf, das ist wichtiger als alles andere. Das bin ich auch sehr froh drum. Und dann snacken wir zusammen ein bisschen und spielen und lesen Bücher und tanzen und singen und machen Fingerspiele und genießen das einfach. Bei schönem Wetter gehen wir auf den Balkon und spielen im Sandkasten oder gehen die Oma und Opa besuchen. Die haben hinterm Haus eine große Wiese und dann können wir spielen und mit dem Ball spielen. Die haben einen Hund und dann können wir noch Zeit mit ihm verbringen. Das ist total schön. Und halb sechs, sechs, je nachdem wie die Arbeitszeiten sind, kommt der Papa nach Hause und dann spielt er noch ein bisschen mit ihm und da haben die so ihre Männerzeit und Mama kocht und dann essen wir zusammen alle am Tisch. Das ist uns ganz wichtig, dass wir alle zusammen auf jeden Fall wenigstens eine Mahlzeit zu nehmen. Wenn es die Zeit nicht mehr einrichtet, dass ich koche, dann gibt es Brotzeit und dann wird auch lecker das gegessen, aber wir sitzen alle zusammen und meistens ist es dann so, dass wir seine Babybadewanne in der Badewanne haben und dann lassen wir die ein, dann kann er noch ein bisschen planschen und sich fertig machen und dann geht es Richtung Bett. Wir haben ja ein Familienbett, das ist zwar seitlich gesichert, aber da wir immer mit sehr viel Nähe geschlafen haben, ist es so, dass mein Mann mit ins Bett geht, mit ihm schlafen geht. Wir lesen dann noch eine gute Nachtgeschichte zusammen und knuddeln noch, davor werden die Zähne geputzt und dann schläft er meistens recht schnell ein, so gegen 7, halb 8. Und ich mache den Haushalt, mache dann alles fertig, mache seine Brote für den nächsten Tag fertig und meistens setze ich mich hin und entweder schneide ich ein paar Videos oder nähe noch was für den kleinen Mann. Und dann gehe ich auch ins Bett und ja, dann war der Tag eigentlich schon vorbei. Ich weiß, dass dir Werte vermitteln sehr wichtig ist und zum Abschluss würde ich noch gerne 3 Werte wissen, die du gerne deinem Kind vermitteln möchtest. 3 Werte, die ich meinem Kind vermitteln will. Ich finde das total schwierig, weil es gibt so vieles, was einem als Mama wichtig ist und vieles bedenkt man gar nicht. Das läuft automatisch mit oder es fällt einem später erst auf, wenn bestimmte Situationen auftauchen. Wir haben uns gerade letztes Jahr, wo wir dann zur Taufe sind und die Fürbitten geschrieben haben, ganz viele Gedanken darüber gemacht eigentlich. Nochmal, was wir von ihm als Mensch, ja, uns, ja, es klingt vielleicht blöd, aber vielleicht auch erhoffen, beziehungsweise wie ich denke, dass wir es gut machen mit der Erziehung dann. Zum einen möchte ich, dass er einfühlsam ist. Ich möchte nicht, dass er kaltherzig ist oder selbstsüchtig oder sonstiges, sondern er soll einfühlsam sein, Menschen mit ihren Bedürfnissen sehen und darauf eingehen und sich auch in einem wohlen Maße zurücknehmen und anderen ihren Raum lassen. Und das ist schon eine Tugend, die ich wichtig finde, die immer mehr kaputt geht und die ich bei ihm fördern möchte. Und ich glaube, bis jetzt klappt das auch ganz gut. Aber er ist ja noch ganz klein. Das Zweite, was ich mir wünsche an Werten, ist, dass er dankbar sein soll. Ich finde nicht, dass er alles als selbstverständlich hinnehmen muss. Natürlich, als Mama ist man euphorisch und nimm mal das mit und nimm mal das mit und schenkt ihm da mal eine Kleinigkeit und da gibt's was. Und ich bin total froh zu sehen, dass er sich über jede Kleinigkeit, wenn da irgendwas ist, total freut und da jedes Mal so dankbar wirklich auch ist. Und ich hoffe, dass wir das auch aufrechthalten können als Familie, dass er wirklich nichts als Selbstverständlichkeit sieht. Ich bin in Polen geboren. Als ich damals da geboren bin, hatten wir noch nicht mal eine Toilette in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und die 2 Zimmer waren nur Küche und Zimmer.
ich weiß, wie es ist, an Verhältnissen zu leben, wie man sich alles erarbeiten muss und dass es auch schwierige Zeiten gibt, selbst wenn man sich schon viel erarbeitet hat. Und natürlich versucht man für sein Kind nur das Beste zu geben und ihm vieles zu ermöglichen, aber trotzdem finde ich, selbst wenn man ihm was ermöglicht oder ihm was schenkt oder so, sollte da eine Dankbarkeit und kein Selbstverständnis hinter sein. Und das erhoffe ich mir, dass er das sogar noch im Alter so weiter mitnimmt. Und das dritte Anwerten, ich weiß nicht, ich bin ja selber so eine kleine Aktivistin und jemand, der für die kämpft, die es brauchen. Und das wünsche ich mir auch, dass er sich, ohne sich selbst zu schaden, anderen hilft und da ist. Und ja, das Glück anderer mit beeinflussen kann und selber glücklich sein kann. Weil das Allerwichtigste, was für mich ist, egal wie er ist und was er macht und was er mal wird oder sonstiges, mir ist wichtig, er ist glücklich und schadet niemandem. Das ist für uns so. Er soll einfach jeden Tag einen Moment haben, in dem er glücklich war und zufrieden in der Welt ist. Und für alles andere sind wir als Eltern da. Wir fangen ihn auf, wenn er was braucht. Wir sind da, wenn er Not hat. Und aber er soll das Wissen und die Momente haben, in denen er glücklich ist. Das ist uns auch wichtig. Ja, das sind so, ich glaube, die Werte, die wir ganz gerne ihm vermitteln möchten und wo wir auch bei der Erziehung wirklich auch drauf aufpassen, wie wir uns dementsprechend auch benehmen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, ein gutes Vorbild zu sein. Danke fürs Interview und bis bald. Ciao. Liebe Lina, herzlichen Dank, dass du Teil dieses Videos warst. Ihr Lieben, schaut auf jeden Fall auf ihrem Kanal vorbei. Es ist alles in der Infobox verlinkt. Und ich hoffe, dieses Format gefällt euch weiterhin. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder auch ein Abo auf meinem Kanal, falls ihr neu dazugestoßen seid. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!